kümmert, dann fängt es direkt an. Ja, ich lass schon laufen. Hochhausen Höxter. Begrüßt bitte mit einem recht herzlichen Applaus unseren Sänger Oliver George. Da ist er. Thank you.
bedankt. Vielen Dank. Tja, Freunde hier in Höxter und Umgebung. Daneben Bruchhausen, jawohl. So soll's sein. Beim nächsten Stück etwas Kultur. Dann nämlich, wenn man nicht mehr weiß, wohin der Zug fährt und man das Bundesbahn-Auskunftsbraunverzeichnisbuch nicht mehr lesen kann. Tja, Freund, dann ist alles vorbei. Dann bleibt einem nichts mehr anderes übrig, als einzulieben. Dieses Stück für euch und Hermann Broth. You better love somebody. Was hört sich da langsam, Karl-Heinz? Jetzt geht's weiter. Nochmal für euch und Hermann Broth. You better love somebody. Gesungen von Karl-Heinz, gespielt von uns. One, two, three. Your path.
Ich glaube nicht, dass das alles ist, was ihr geblieben habt. Wir werden mal eine ganz einfache Übung hier durchziehen und ich glaube, das wird auch klappen. Wir nehmen den rechten Arm, wir nehmen den linken Arm und lassen ihn erstmal beide in die Höhe strecken. Und dann sind immer alle Herrschaften in diesem Arm darum bitten, die Arme nach oben zu nehmen. Alle! Auch die Leute hier vorne, auch die Leute da hinten, auch die Leute an den Tresen, überall. Nimm mal alle die Arme hoch. Hier ist noch ein Loch, wir sollen die Arme nach oben nehmen. Oben ist da, wo die Decke ist. Jawohl. So, jetzt nehmen wir den rechten Arm, jetzt nehmen wir den linken Arm und werden beide im Takt gegeneinander hauen. Das geht folgendermaßen. Das klingt dann so. Mit Jürgen Zelliger, Oliver Gabel-Tieter!
Mitglied des, ein ehemaliges Mitglied des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehrkirche, Saninas. Thank you.
dieser Stelle mal die Band Madame Madame vorstellen, die sich so wunderbar aufgestellt hat. Beginnen wir mal ganz hier außen. Diese Mann, ich habe ihn jetzt schon öfters erwähnt, der kennt ihn mittlerweile. Ich kenne ihn auch so oft, wenn ich seinen Namen nicht nenne. Durch den Waldemar und wenn er bei Waldemar Hohes seine Zigaretten einkauft. Jetzt könnt ihr ihn sehen, der junge Mann, der bei uns die Gitarre spielt. Es ist kein anderer als Richard Matziose! Der nächste Mann behauptet von sich selber, er wäre der bescheidenste Schlagzeuger ganz Deutschland, aber ich höre es. Er ist auch schlank wie eine Gazelle, behaart wie ein Reh. Am Schlagzeug, Klaus Salinas! Der nächste aus zwar nicht ganz so schlank wie der Klaus, fällt aber in der Gazelle voller Haar am Kopf. Seit langen, langen Jahren sagt man ihm schon den Ruf nach, dass er der Sascha Heen der deutschen Rockmusik ist. Am Bass, Armin Fischer! Als letztes auf der Bühne haben wir den Mann, bei dem etwas fehlt, was passiert ist. Auf seinem Ohr wächst ein Mikrofon, aber nicht nur das. Kirchheimer Männer, haltet eure Frauen verschlossen. Er ist der Frauenheld der Nation. Genau die Taste. An den Keyboards, der Rado Meininger! Dann haben wir natürlich noch zwei Leute dabei, wo die überhaupt nichts funktionieren wird. Das ist einmal der Mann dort an der Seite, wenn ihr euch mal umdrehen wollt. Dort könnt ihr eben sehen, das ist der Mann, der dieses wunderbare Licht macht. Das ist der Jörg Dynamisch! In eurer Mitte steht er, der Mann, der euch die Ohren mal wieder richtig durchgeblasen hat. Der Mann, der für den Computer zuständig ist. Das ist der Walter T. Schmidt Junior! Wie gesagt, der Jörg hat unsere Platten, unsere CDs und die heißt für die Band und die heißt wiederum Eier. Und ich hoffe, ihr kommt alle gut ins neue Jahr, ins nächste Jahr, muss ich sagen, das Jahr 89. Leute, lasst euch gut gehen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn es heißt, Madame Madame. Tschüss.